Und wie der Name schon sagt, Musikverein Göge Hohentingen, aus allen Teilgemeinden sind Musikerinnen und Musiker aktive Musikanten. Sie sehen ganz vorne die übergebene Fahne. Die wird beim Kreismusikfest übergeben von einem Verein zum anderen. Und Sie sehen mit dem Taktstock ganz vorne Musikdirektor Pius Binder und bei dem aktiven Musikern Roland Lengli als Vorstand. Sie sehen auf dem Festwagen die Skulptur, aufgestellt vor der Göge-Halle. Seit Monaten kündigt sie dieses Fest an und dann die Jungmusiker. Ein Percussion-Ensemble mit den unterschiedlichsten Schlaginstrumenten. Dieses Wappen ist das Gemeindewappen von Hohentingen. Ein Prädikat sind die Fahnenschwinger, sie waren gestern beim Tattoo ebenfalls aktiv. Sehen Sie die Kirche und eine Lyra auf der Fahne. In St. Maria, die Weltentdecker erforschen mit allen Sinnen ihre Welt. Geben Sie den Kindern und Begleiterinnen einen herzlichen Applaus. Musikverein Horgenzell. 84 aktive Musiker. Gammertingen wird angeführt von zwei hübschen Festdamen. Musik.
Letztes Jahr feierte die Stadtkapelle Gammerdingen das 170-jährige Jubiläum. 2017 wurde die Fahne restauriert mit dem Wappen der Hohenzollern. Und 60 Musikanten wollen dieses Jubiläum im Zuge des Festes Ach Linz feiert 2.0 am 9. August ausrichten. Kindergarten. Nach der Gruppe Weltentdecker des Kindergartens bereichert die Gruppe der kleinen Forscher mit ihrem Experimentierdrang den Festzug. Die Kindergartenkinder können im Kindergarten in verschiedenen Gruppen die unterschiedlichsten Dinge erforschen. Und der Musikverein Ebersbach Musikverein Blochingen, er feierte 2012 100-jähriges Jubiläum. Wir erinnern uns an die große Skulptur mitten im Ort, dieses Bariton. Herzlich willkommen in der Gegend Blochingen. Kindergartengruppe, die Baumeister. Die Kinder können mit verschiedenen Bauklötzen, Legos und Ähnlichem die Architektur entdecken und werden zu Kreativität in der Gestaltung angeregt. Ein herzlicher Applaus euch, liebe Kinder und den Begleiterinnen. Dankeschön. Die Baumeisterkinder des Kindergartens Hohentingen. Die Feuerwehrkapelle 1806 aus Stetten am Kalten Markt. Willkommen in der Grüge. Danke für euer Mitwirken beim Gesamtchor als auch jetzt beim Festzug. Josef Müller und der Musikverein Burgweiler hat ein Vorstandsteam bestehend aus Carina Müller, Martin Drucker und Christian Mossmann. Der Musikverein Burgweiler, herzlich willkommen in Hohentingen! Thank you.
Kinder, Sackenmacher und Farbkleckse. Kindergartengruppe aus dem Kindergarten in Hohentingen. Herzlich willkommen hier beim Festzug. Danke, dass ihr mitmacht und einen kräftigen Applaus von unserem Publikum. Dankeschön auch an die Begleiterinnen. Farbkleckse des Kindergartens Hohentingen. Euch und euren Begleiterinnen und Begleiter einen herzlichen Applaus. Danke, dass ihr dabei seid. Zur Stadtkapelle Laupheim ein paar Worte. Im Internet auf ihrer Homepage steht, ganz schön alt mit einem Foto aus der Gründungszeit. Ganz schön jung mit einem Foto der jüngsten Musikanten. Traditionsbewusst ein Foto auf der Bühne des Festes. Und avantgardistisch die Kapelle mit Kammermusikbesetzung, Klavier und Chor. Musikverein aus Ottersmann, beachten Sie bitte die Besonderheit der handgeschnitzten Holztafel, die vorausgetragen wird, die das Mühlrad und die Dorfkirche St. Fidelis zeigt. Der Musikverein Ottersmann, 120 Jahre alt, auf euch willkommen in Hohentingen in der Gilge. Im Anschluss Musikverein Ilmensee mit Festdamen im Voraus, die Vereinsfahne und den Tafelträger. Ilmensee, die Drei-Seen-Gemeinde, feiert unser 200-jähriges Jubiläum mit. Herzlich willkommen ihr in der Göge. Beeindruckend auch deren Stärke mit 100 Musikern. Und die weitere Kindergartengruppe Werkstättle Kindergarten. Als vierte Gruppe sind Sie hier als Handwerker. Einen herzlichen Applaus für die kleinen Teilnehmer und ihre Begleitpersonen. Danke euch, dass ihr dabei seid. Und aus der Nachbargemeinde Hundersingen-Beuren. Wie wird man da begrüßt auf der Homepage? Herzlich willkommen auf der Homepage des Musikvereins Hundersingen-Beuren. Und ich sage, Musikverein Beuren, herzlich willkommen in der Göge. Musikverein Rast, Lauf Nummer 21. Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht neben dem Blasmusikorchester die musikpädagogische Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen in Hohentingen, Musikverein Rast. Kleiderkiste Kindergarten. Hier dürfen die Kinder Rollenspiele einnehmen und so verschiedene Berufe entdecken. Und die Stadtkapelle Feringenstadt mit dem Leitspruch: Musik macht Freude, Freunde, bedarf keiner näheren Erläuterung. Musik macht wirklich Freunde, sieht man dieser Tage hier in Hohentingen. Nahtlos gehen die Klänge über auf die Stadtkapelle Scheer. Sie haben an der Marschwertung teilgenommen. Seid gegrüßt hier in der Gelege Stadtkapelle Scheer. Da kommen sie, die Unterwasserweltkinder des Kindergartens St. Nikolaus in Völkhofen. Unsere Laufnummer 25. Begrüßen Sie die Kinder mit einem herzlichen Applaus. Vielen Dank euch, liebe
Teilnahmen am Festzug. Auch ein Dankeschön den Begleitpersonen. Unterwasserweltkinder. Und dicht gefolgt die Musikkapelle Leitz. Aus England, aus Essex, die Gemeinde Brentwood, etwas ganz Besonderes. Diese Musikkapelle nimmt für sich in Anspruch. Sie sind die einzige britische Jugendband, die beim Festival of Remembrance in London auftrat. Sie sind die erste britische Band, die an der The Rose Parade, der Rosenparade in Pasadena, USA, mal mitmarschiert ist. Und sie sind die einzige britische Jugendband, die auf dem Roten Platz in Moskau auftrat. Ihr Leitspruch lautet Music for all open door. Musik öffnet Türen und Tore für alle. Als Ehrenmitglied der 94. Infantry Division Polar Bear Association tragen sie mit Stolz auf dem Ärmel ihrer Jacken den Polarbär. Präsident dieses Vereines ist Dr. Graham O. Jones. Er ist heute nicht dabei. Aber der Banddirektor John Paul Wendham ist hier. Er und sein Sohn tragen den Säulen dieses Vereines. Militärmusik, Militärmarsch, choreografischer Marsch. Ladies and gentlemen from England, welcome here in Hortengen. Welcome in Germany. We are proud to have you here with your music, with your marching. Stay here in Hortengen. Thank you for being member of the tattoo yesterday evening with rain. Die Blutreitergruppe Hohentingen hat zum Musikverein eine ganz besondere Beziehung. Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, begleitet der Musikverein die Blutreitergruppe jährlich zur Prozession nach Weingarten am Blutfreitag. Die Blutreitergruppe Hohentingen. Vielen Dank auch euch, dass ihr teilnehmt bei unserem Festzug Kreismusikfest 2019 hier in Hohentingen. Mosheim-Thyssen mit ihrer schwäbischen Tracht mit Dreispitzhut bei den Herren und Rathaube bei den Damen. Wir begrüßen den Musikverein Mosheim-Thyssen hier heute in Hohentingen. Herzlich willkommen! Erblüht das Schöne. Sehen Sie und hören Sie die Musikkapelle Ziegelbach auf uns zukommen. Ziegelbach liegt bei Bad Wurzach. Herzlich willkommen in Hohentingen. Eine engere Verbindung zur Musikkapelle Ziegelbach. Anton Bodenmüller, der in den 70er-80er Jahren beim Musikverein Hohentingen Dirigent war und in Ziegelbach als Organist und Chorsänger sein Können unter Beweis stellte. Daher die Verbindung Hohentingen zu Ziegelbach. Und Sie sehen den Festwagen der Kirchengemeinde Hohentingen mit der Kirche St. Michael. Immer von weit her gut sichtbar, wo er auch herkommt.
Und im Reigen umher die Kapellen der Dörfer der Göge, neu renovierte Kapellen. Die Kirchengemeinde Hohentingen nimmt ebenfalls bei uns am Umzug teil, am Festzug teil. Noch einmal einen kräftigen Applaus für diesen schönen Wagen. Das Grußwort des Vereins auf der Homepage Thalheim lautet: Seit mehr als 111 Jahren erklingt in unserem kleinen Dorf Thalheim Blasmusik zu kirchlichen, weltlichen sowie freudigen und traurigen Anlässen. Was wäre ein Fest oder eine Feier ohne Musik? Es würde uns allen etwas fehlen. Musik verbindet die Menschen in Freud und Leid auf der ganzen Welt und in allen Kulturen. Liebe Freunde aus Thalheim, dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlich willkommen in Hohentingen. Danke, dass ihr da seid. Der Musikverein Engelswies, der auf uns zukommt, wird angeführt von Festdamen und der Tafel. Der Musikverein Engelswies mit dem Dirigenten Alexander Bipus-Jäger. Auch hier gibt es ein Vorstandsteam. Uwe Hipp, Heiko Özle und Heike Fischer. Willkommen in der Göge, Musikverein Engelswies. Funktioniert später, wenn er mal selber dabei ist. Und es kommt der Völkhofer Brautzug anno 1819. Im 19. Jahrhundert gab es noch keine Einkaufsläden für die täglichen Dinge des Lebens. Deshalb gab es Händler, die umherreisten. So kam auch des Öfteren ein lediger Händler nach Völkhofen, der sich überall nach einer jungen Frau zwecks Heirat umsah. Dabei fiel wohl der Spruch: Hätt sie was, dann tät sie heiraten. Der narrenfreien Völkhofen zeigt hierzu den Völkhofer Brautzug anno 1819. Marschmusik.
Eigenheit, eine Eigenart der Blasmusik. Unsere Nachbargemeinde Herbertingen kommt mit einer Musikkapelle mit Spielmannszug. Eine Eigenart von Herbertingen. Dem Musikverein Herbertingen gilt ein besonderer Dank. Schon den ganzen Tag sind sie aktiv. Den Musikverein Gögel-Holtingen bei diesem großen Event zu unterstützen. Und sie sehen und hören das Ölkofer Zügle, der Narrenfreie Ölkofen und die erste Klasse der Gögel-Schule nehmen ebenfalls teil an unserem Festzug. Nach unserem gestrigen Erlebnis des verregnenden Oberschwaben-Tattoos höre ich gerade Diskussionen über das Wetter. Wir sehen eine einzige dunkle Wolke links hinten Richtung Mengen. Aber ich als Mengener bin sicher, das geht Donana. Aber es hat die gestern auch schon gesagt. Der Musikverein Renhardsweiler als nächste Musikkapelle hier bei uns. Schulhaus und das mittlerweile abgerissene Pfarrhaus.